Jawohl, danke schön, sehr gerne. So, schön, dass Sie hergefunden haben. Ich finde es toll, dass Sie auch daran teilnehmen, wenn es virtuell ist, weil sonst hätte man auf der Messe ja viel mehr noch los gehabt und viel mehr Spaß gehabt. Aber ja, es ist, wie es ist. Und es ist nicht das erste Mal, hoffentlich wird es das letzte Mal sein. Wir schauen, wie wir gut rauskommen. Ich bin heute da, um Ihnen einiges von unseren Anstrengungen zu erzählen, die vor allem mit Mädchen und MINT und dadurch auch mit E-Education zu tun haben. Ich bin die CEO von Science Pool. Science Pool ist ein Unternehmen zur Vorwissenschaftsvermittlung. Finanziert wird es durch Projekte mit der öffentlichen Hand, um die wir uns bewerben müssen. Manches ist auch privat, also von Eltern oder Unternehmen. Und das alles generiert heute halt ein wenig einen Überschuss und damit können wir dann wiederum die Kinder versorgen, die finanziell jetzt nicht so wahnsinnig gut dastehen. Aber MINT und Wissenschaft ist natürlich was, was uns alle sehr, sehr viel angeht. Und wie wir gerade in den letzten 2 Jahren gesehen haben, ist Wissenschaft ein Mehrgenerationenprojekt. Und eigentlich kommen wir der Lösung von großen Problemen wie Klimawandel etc. ja nur durch die Wissenschaft ein bisschen entschärfend entgegen. Natürlich ist, wie Sie kennen sicherlich die Studien genauso wie ich, es ist ein Problem, dass wir Mädchen zu wenig motivieren können, dass es uns nicht gelingt, Mädchen so richtig den Einstieg zu geben. Ich darf Ihnen jetzt die Präsentation, wenn ich es finde, wenn ich meine eigene Präsentation finde. Wo ist sie? Moment. Ich habe den Lockdown in Oberösterreich als Vorschlag. Na, furchtbar. Das wollen wir eigentlich nicht. So, Sekunde, jetzt, ich finde es tatsächlich nicht. Sie müssen mir glauben, vorhin war es noch da. Wenn Sie die Präsentation öffnen und dann direkt bei Bildschirm freigeben, auf das Fenster geben, Ist den. klar, ich finde die Präsentation nicht. Das ist mein großes Problem. Und eigentlich hätte ich sie da ja sogar offen. Warten Sie mal, ich schaue noch einmal. Ich muss nochmal suchen. Ja, da ist sie. So, da ist sie. Ich mache sie groß. Unser großes Herzensprojekt heißt Think Mint, Mädchen wollen wissen. Und das etwas andere daran ist, dass wir wirklich einen ganz bewussten Zugang für Mädchen suchen. Für mich war dass der eigentliche Anstoß für dieses Projekt, das läuft übrigens über 2 Jahre, ist vom Bundeskanzleramt finanziert, ist also für die Teilnehmenden kostenlos. Für mich war die Kernaussage die eines ja so 7-jährigen Mädchens, das mir mal gesagt hat, na, ich interessiere mich nicht so für Technik, weil da war ich im Museum und das war alles schier und braun und rostig. Und ja, das stimmt. Mädchen haben oft einen etwas anderen Anspruch. Ein bisschen ästhetischer, ein bisschen glitzernder, ein bisschen hübscher, ein bisschen mädchenhafter. Nun können wir natürlich darüber streiten, ob das gut ist, ob wir da wirklich jetzt zu Gender Gaps einführen und ob wir das auch annehmen oder ob wir nicht einfach eine Schiene fahren. Aber es ist weiter nein. Aber es ist eigentlich völlig egal, wodurch das entsteht, ob jetzt Mädchen von der Gesellschaft geprägt sind oder von den Peers.
ich muss Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ein Mädchen und einen Buben und ich habe sicher bewusst versucht, genderneutral zu erziehen und trotzdem hat mir das Mädchen zu den bunten Einhörnern gegriffen und der Bub zum Bagger. Und sie sind mittlerweile groß und sind also sicherlich nicht irgendwie rollengeprägt, aber sie haben als Kind, waren sie es doch. Die Idee war jetzt, okay, wenn es so ist, dann nehmen wir das einfach mal an. Dann ist es einfach so. Dann schauen wir, dass wir genau auf die Welt der Mädchen eingehen. Und schauen, dass wir halt nicht nur von Aliens reden, sondern eben von Einhörnern reden. Beides gleich wahrscheinlich, beides gleichermaßen spannend und gleichermaßen interessant. Die Entstehung von Einhörnern unterliegt übrigens der Wissenschaft der Kryptozoologie. Da gehören auch Drachen hin oder Lindwürmer. Ganz wichtig ist es für Mädchen gewesen. Wir haben das natürlich zuerst einmal mit vielen, vielen Mädchen besprochen. Ich muss dazu sagen, dass der Science Pool mit 10.000 Kinder haben wir bei uns in unserem Haus pro Jahr. Und wir gehen auch raus und machen sehr viele andere Sachen. Also wir begegnen circa 250.000 Kindern pro Jahr und haben daher die Möglichkeit, mit vielen Kindern zu sprechen und mit vielen Kindern auch dann Evaluierungen zu machen. Und für die Mädchen war es enorm wichtig, dass es sich gut anfühlt. Weiche Plüschtiere. Also wenn Sie Zeichentrickfilme kennen, it's so fluffy. Sie lieben es einfach. Es soll sehr, sehr fantasievoll sein. Wo die Burm eher das Kleine bevorzugt haben, haben die Mädchen immer ins Fantasievolle gegriffen. Und wenn wir sie aufgefordert haben, etwas zu schmücken, dann waren das immer Blätter und Kruscheln und Ranken. Wichtig ist natürlich auch, aber das ist es immer, dass man verschiedene Ansätze und Disziplinen vernetzt, also dass man nicht sagt, nein, wir machen jetzt Physik, also darfst du nichts zusammen mixen. Und die Muster- und Gemeinsamkeitenerkennung, das ist eigentlich die Voraussetzung für jegliche Arbeit in der Vorwissenschaft. Überspitzt ausgedrückt, ein kluges Mädchen muss keinen Glitzer mögen. Aber es darf. Und ich habe Ihnen hier ein Foto eines Einhorns gebracht. Es muss auch nicht immer ein Roboter sein. Es muss nicht immer ein ferngesteuerter LKW sein. Es kann durchaus rosa sein, es kann glitzern, es kann ein Gesicht haben und auch ein Einhorn. Also das heißt, wir arbeiten mit den Materialien, mit den Inhalten so, dass wir ganz bewusst das Mädchenhafte zulassen. Selbstverständlich haben wir auch anderes im Programm. Also das Mädchen kann wählen. Das Mädchen muss nicht rosa Einhörner nehmen und keinen Glitzer-Slime machen und muss auch die Website, die sie befüllt, jetzt nicht irgendwie rosa und barbiehaft gestalten. Aber sie darf, und es ist das gleiche Qualitätsmerkmal, ob sie es jetzt clean macht oder ob sie schnörkeln macht. Wir schauen also, dass wir Interessen, Fähigkeiten erschaffen und das ist auch etwas, was unseren Erhebungen nach eher mädchentypisch als burmtypisch ist. Mädchen nehmen lieber die Inspiration voneinander an als Burm. Natürlich gibt es da immer das Nachmacher, das ist ganz was Furchtbares. Und wenn die Mädchen müssen mal dahinter steigen, dass Nachmachen nur eine Form von Lernen, von voneinander oder miteinander lernen ist. Und dann nehmen sie das aber sehr gerne an und erarbeiten Dinge miteinander, beziehungsweise können auch sehr gut auf Dingen, die andere vorgelegt haben, weiterarbeiten. Burm tun sie da ein bisschen schwerer, die versuchen eher noch Einzelkämpfer, Führungspersönlichkeiten zu sein. Was ich Ihnen jetzt sage, ist natürlich alles nur eine Auswertung, eine numerische Auswertung aus verschiedenen Befragungen. Das ist bitte völlig wertfrei und auch keine Studie. Es ist also nicht unter wirklich wissenschaftlichen Bedingungen erhoben, sondern es ist eine
Möglichkeit, die uns einen Weg gewiesen hat. So, jetzt zum Projekt. Das Projekt ist MINT, also alle Sciences, Mathematik und auch die E-Education dabei. Aber die E-Education ist nicht Selbstzweck, sondern wird als Werkzeug für alle diese Stufen, alle die Projektteile eingesetzt, sodass die Kinder und jungen Frauen nicht den Eindruck haben, ich bin jetzt dazu da, ich werde jetzt dazu gezwungen, mich vor den Computer zu setzen und ich muss jetzt mit dem Tablet arbeiten, sondern die sollen einfach alles als Werkzeug annehmen, das ihnen sehr gut hilft, alles, was sie gedacht, gemacht haben, zu verwerten, zu dokumentieren, darzustellen und wenn sie wollen, auch eigenständig wertvoll zu sein. Drei Projektstufen für die nächsten 2 Jahre. Die erste Stufe, da geht es um Vermittlung. Also wir motivieren extrinsisch durch Workshops, durch Projekte, durch Tutorials. Wir schicken auch oft Materialboxen mit Tutorials, die dann die Kinder auch auf einer sehr niedrigschwelligen Weise in der E-Education wieder benutzen müssen. Die zweite Stufe ist dann die der Sichtbarkeit. Denn bei der extrinsischen Motivation sollen die Kinder ja bereits etwas tun. Und das, was sie tun, wird in der Sichtbarkeitsstufe dann dokumentiert und in einem virtuellen Science Center dargestellt. Also alle, die mitgemacht haben, stellen sich und ihre Erkenntnisse und ihre tollen Dinge, die sie gemacht haben, dann wirklich auch in einem Science Center, in einer Webseite da, die eine Art in der dritten Stufe eine Art virtuelles Museum ergeben. Und in diesem virtuellen Museum, in dieses virtuelle Museum können dann noch andere Schulen eingeladen werden, andere Teilnehmer, das muss kein Schulsein, es kann auch jemand aus einer Familie sein, die daraus wieder eine Möglichkeit finden können oder eine Anregung finden können, miteinander weiterzuarbeiten am MINT, im MINT-Bereich. Die Materialien kommen von uns, die Anregungen kommen von uns, wir stehen mit den Teilnehmenden in Verbindung. Die dritte Stufe ist dann die der Inspiration, das heißt, da geht es dann hinaus. Es ist ein bisschen schwierig für viele Schulen an allerlei Projekten teilzunehmen, weil sie einfach nicht gut erreichbar sind. Wenn ich jetzt 4 Stunden brauche, um in irgendein Museum zu kommen, dann fahre ich nicht hin. Und so wollen wir die Dinge, die die Kinder erarbeitet haben, konkret oder virtuell, auch an die Schulen bringen. Also tatsächlich mit einem Bus, mit einem Auto, das entsprechend ausgestattet ist, sodass die Kinder einerseits konkret mit Tutorials, aber auch virtuell arbeiten können. So, Details zu den Stufen ganz kurz. Also in der Stufe 1, das ist eben die der Vermittlung, werden Bildungsinstitutionen ausgewählt und da machen wir Workshops gemeinsam mit den Lehrenden und entwickeln auch, wenn die Lehrenden das wollen, für sie eigene Inhalte. Die Materialboxen kommen an die Schulen. Die Kinder können via Tutorial virtuell diese Materialboxen benutzen und erarbeiten. Danach wenden wir uns schon ein bisschen aus der Schule heraus. Denn wir schauen, dass wir diese Materialboxen eher dann auch noch so in die Freizeit ziehen, damit nicht die Vorwissenschaft so rein auf die Schule bezogen bleibt. In der Freizeitpädagogik, in Wohngemeinschaften, in Jugendzentren etc., ich spreche jetzt eher vom städtischen Bereich, aber auch im ländlichen Bereich kann natürlich auch wieder mit Hilfe eines Betreuenden über die Tutorials, Materialboxen etc. benutzt werden und die Resultate kommen auf die Website.
So, da sind wir bei der zweiten Stufe der Sichtbarkeit. Die Website soll zu einer Science Fair führen. Sie kennen das sicherlich aus dem amerikanischen Raum. Da präsentieren viele Klassen, Gruppen oder auch einzelne Kinder ihre Ideen, ihre Projekte zu einem Thema. Und genau das soll da auch passieren, sodass diese Dinge, diese Projekte, diese Themen einfach einmal sichtbar werden. Da geht es jetzt noch nicht ums Nachmachen, da geht es darum, dass ich darauf hinweisen kann, ich habe das gemacht und ich zeige dir und ich bin auf dieser großen Website drauf. Manche Dinge können konkret gebaut werden. Ich rede da von Programmierungen einerseits oder auch von technischen Dingen. Entschuldigung, nicht was abdrehen. Und diese Dinge kann man dann auch tatsächlich in unserem Museum darstellen. Wir haben in Wien das sogenannte Museum der Nerdigkeiten. Das ist ein kleines Museum, das sich eben mit Technik, Technologie, sehr neuer Wissenschaft befasst. Und da hätte ich gern einen Raum, der sich diesem Mädchenprojekt, Mädchen und MINT, dem Think MINT, widmet. Wird dann entsprechend präsentiert, eben auch virtuell teilweise präsentiert. Teilweise werden wir es dann digitalisieren und mit VR-Brillen zeigen. Teilweise kann man es auch konkret zum Anfassen haben. Diese Ausstellung können wir präsentieren zur Lange Nacht der Forschung am 20. Mai und auch dann zur Langen Nacht der Museen, die wird irgendwann Anfang Oktober sein. Und das stellt wieder sicher, dass da sehr viele Besuchende kommen, denn wir haben bei beiden, zu beiden Anlässen haben wir etwa 2000 Leute bei uns im Haus, die dann auch diese Errungenschaften der Mädchen, also diese geistigen Errungenschaften der Mädchen bewundern können. Und ich gehe davon aus, dass die Mädchen selber auch kommen und ihre Freundinnen und ihre Familie mitbringen. So, und jetzt gehen wir, wie gesagt, hinaus. Alles das, was die Mädchen gemacht haben oder immer noch machen, wird in einen Bus gepackt und fährt dann Schulen und Kindergärten an oder auch kleine Jugendzentren oder was auch immer das spannend findet. Und dort können wir dann wieder weiterarbeiten und können zeigen, schau mal, das haben die vor euch gemacht. Hast du eine Idee dazu? Was können wir damit tun? Ja, das ist noch einmal das, was ich eh vorhin gesagt habe. Also E-Education ist für uns normalerweise nicht der Selbstzweck, sondern das, was den Kindern große Schritte, große geistige Schritte ermöglicht. Wir haben das alles schon einmal ausprobiert und zwar mit einem ganz großen Projekt, einem Klimaschutzprojekt, bei dem es um Biodegradability geht, also um Kompostierung, und haben das wirklich von Europa über die USA gespannt und dann die Kinder dazu gebracht, auch da ihre Messungen, ihre Erkenntnisse einzugeben, zu vergleichen und auch zu besprechen auf einer Plattform, auf einer großen Online-Geschichte. Und auch da ist mit Videotutorials gearbeitet worden, die sie zum Teil selber dann auch erzeugt haben. Und dieses E-Learning war tatsächlich etwas, was sie eigentlich sehr gern, sehr bewusst und mit hohem Aufforderungscharakter gesehen haben. Okay, gut, das habe ich Ihnen eigentlich eh schon alles gesagt, sehe ich da gerade. Also, der Zugang ist ja durch das E-Learning eigentlich überall und jederzeit möglich. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Wir sind nicht ortsgebunden und das einzige Gute an der Pandemie war, dass wir dazu gezwungen waren, es wirklich zu lernen. Ich habe davor sicherlich nicht gewusst, dass man Einheiten, Lerneinheiten, auch Vorträge, auch Lehrveranstaltungen ganz anders vorbereiten, ganz anders halten muss, als wenn man es live macht.
haben wir erfahren, die Kinder wachsen damit eigentlich schon auf. Und die Mädchen nutzen die Dinge auch sehr gerne, weil sie da die Möglichkeit haben, sich kreativ und ästhetisch auszudrücken. So, das die letzte Seite ist nur Eigenbeweihräucherung. Da sehen Sie nur ein paar Zahlen über das, was wir so tun. So, ich habe es geschafft. Ich habe meine eigene Zeitvorgabe eingehalten, denn ich wollte noch 5 Minuten haben für etwaige Fragen und ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank und vor allem auch danke, dass Sie sich so dran halten an die Zeit, an die Vorgabe. Genau, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, falls Fragen aufgetaucht sind, dann bitte einfach zu Wort melden. Auch wenn Sie mitmachen wollen, also wenn Sie mit Ihren Gruppen, Schulen, Horten, was auch immer, Kindergärten, daran teilnehmen wollen, sehr gern. Ich darf auch noch dann im März einen Workshop dazu halten, wo Sie dann live auch wirklich ausprobieren können, wie es geht. Das hätte ich jetzt schon vorgehabt, ging aber natürlich nicht. Im März wird es wieder gehen, wollen wir. Wollen wir hoffen. Ja, nein, es geht aus. Ich sage das. Ja, okay. Positiv denken, genau. Das ist das Einzige, ja, was mir hilft jetzt. Ja. Was anderes können wir eh nicht machen. Nein, eh nicht. Da kam jetzt eine Frage von der Margit. Pollek, wie kann man so einen Workshop für die SOS buchen? Einfach uns ein Mail schreiben. Dann kriegen Sie die Informationen, die Detailinformationen und dann machen wir uns einen Termin aus. Also dann wird natürlich ein Telefongespräch geführt und da werden wir uns ausmachen, was für wen und wie viele und so weiter, die ganzen Details. Und dann machen wir uns einen Termin aus und dann kommen wir zu Ihnen. Oder wir machen es virtuell, dann kriegen Sie einfach das Tutorial mit den Boxen. Okay, super. Es geht hybrid, es geht virtuell, es geht auch in Präsenz, wenn Sie sagen, Ihre Kinder können mit einem Tutorial nicht so gut umgehen. Auch im Westen von Österreich. Auch im Westen von Österreich, ja. Da also, kommt die Frage jetzt noch. Ich meine, ich würde gern im Westen von Österreich die herzlich bitten, dass wir es eher virtuell machen. Aber wenn Sie sagen, na, ich habe Kinder, die das wirklich nicht schaffen, dann finden wir auch da eine Lösung. Gut, das heißt direkter Kontakt zu Ihnen und dann kann man das immer individuell ausmachen. Ganz genau. Super. Das ist das Schöne, wenn die öffentliche Hand finanziert, dann muss ich nicht so schauen, was es kostet, sondern dann kann ich sagen, ich habe das Budget und dann kann ich mir was nehmen. Super. Mhm. Ja, vielen Dank. Eine Frage gab es jetzt nur mal von der Margit. Gibt irgendwo eine Übersicht über das Angebot? Nein, es gibt keine Übersicht über das Angebot, weil das Projekt erst mit 1. November freigegeben worden ist. Das heißt, wir arbeiten nur an der Übersicht des Angebots. Ich hab's natürlich schon in der Tischlaut, aber ich habe noch keine gescheite Website dafür. Okay, super. Die ist im Programmiertwerden. Wird noch. Ja, okay, wird noch. Super, ja danke, vielen Dank. Danke, dass Sie alle an die Zeit gehalten haben, jetzt in der Diskussion. Jetzt sind keine Fragen mehr gekommen. Super. Danke nochmal. Ich danke sehr. Frau Heil, vielen Dank. Und wir machen jetzt dann um 3:55 da in dem Raum weiter. Gut, dann danke ich recht herzlich und verabschiede mich von Ihnen. Viel Spaß vielen noch. Dank. Wiederschauen. Wiederschauen.